Was passiert eigentlich in der Zaubererwelt, wenn ein Zauberer stirbt? Das und mehr jetzt in diesem Video. In diesem Video sprechen wir über Geister, Seelen, den Schleier, die Vorhölle, das Leben nach dem Tod und was passiert, wenn man in der Welt von Harry Potter stirbt. Wie sieht das Leben nach dem Tod aus und woraus besteht es? Gibt es eigentlich bestimmte Dinge, die im Jenseits passieren können, je nachdem, welche Entscheidung man in der Welt der Lebenden trifft? Im heutigen Video werde ich über das Leben nach dem Tod in der Welt der Zauberer sprechen, um euch ein besseres und klareres Verständnis dafür zu vermitteln, wie die Dinge eigentlich funktionieren, wenn man auf die andere Seite übergeht und stirbt. Was passiert also, wenn man in der Zaubererwelt stirbt? Und was ist das Leben nach dem Tod und wie sieht es so aus? Das Leben nach dem Tod ist ein Ort, an den Zauberer und Hexen gehen, wenn sie sterben. Ich werde Muggeln nicht mit einbeziehen und ich werde auch keine Religion in dieses Thema einbringen. Hier geht es ausschließlich um die Bewohner der magischen Welt. Die Seele einer Person durchläuft die Vorhölle, bevor sie ihre endgültige Reise zu ihrer letzten Ruhestätte antritt. Betrachten wir also zuerst das Sterben, denn die Person, die stirbt, hat die Wahl, für die Ewigkeit ein Geist auf der Erde zu bleiben oder auch weiterzuziehen. Die Geister in der Zaubererwelt sind recht eigenartig, denn sie scheinen eine Menge Last aus ihrem früheren Leben auf den Schultern zu tragen und haben immer noch Groll in sich. Der blutige Baron zum Beispiel hat seine Geliebte Helena Ravenclaw ermordet und sich selbst zu einem Leben der Buße als Geist verurteilt. Helena Ravenclaw war selbst im Tod noch verbittert gegenüber ihrer Mutter und beschloss, auf der Erde zu bleiben, wahrscheinlich um weiter zu lernen, da sie verzweifelt versuchte, ihre Mutter zu übertreffen. Und sogar der fast kopflose Nick, der Angst vor dem Leben nach dem Tod hatte, entschied sich, für immer ein Geist zu bleiben. Aber er war wenigstens sehr beliebt bei den Schülern. Selbst wenn es aus egoistischen Gründen ist, können sie, wenn sie es sich wünschen, durch den Schleier auf die andere Seite gehen, wo sie in der Vorhölle warten, bis sie bereit sind. Das sind die nächsten beiden Dinge, über die ich sprechen möchte. Der Schleier und die Vorhölle. Was genau hat es also mit dem Schleier auf sich? Es scheint, als sei es ein offenes Tor zwischen der Welt der Lebenden und der Welt der Toten oder dem Jenseits. Aber wie ist der Schleier dorthin gekommen? Wer hat ihn dort angebracht oder war es ein natürliches Phänomen? Das sind die Fragen, die wohl nie richtig beantwortet werden, es sei denn, J.K. Rowling äußert sich dazu, was wohl nie geschehen wird. Was wir aber sicher wissen, ist, dass es sich um eine Einwegtür handelt, durch die man zwar hindurchgehen kann, aber nicht zurückkehren kann, wie wir es bei Sirius Black gesehen haben. Er wurde von Bellatrix Lestrange durch den Schleier gestoßen. Durch einen Angriffszauber wurde er zu Lebzeiten hindurchgeschleudert und ging ins Jenseits über. Es ist wirklich komisch, dass das Ministerium so gefährliche Gebilde nicht besser versteckt hat, denn es ist im Grunde ein direkter Weg in den Tod. Wenn jemand durch den Schleier geht oder stirbt, tritt seine Seele für eine bestimmte Zeit in die Vorhölle ein. Diese entsteht aus den Erinnerungen und den Werten des Lebens der betreffenden Person. Das heißt, sie ist für jeden anders. Die Person entscheidet dann, ob sie sich von ihrem früheren Leben auf der Erde verabschieden möchte oder dort weiter als Geist kursiert. Von allen, die da waren und ins Jenseits gingen, wurde es als ein unglaublich friedlicher Ort beschrieben. Oder man kehrt halt als Geist für alle Ewigkeit, wie schon gesagt, auf die Erde zurück. Das ist so ziemlich alles, was wir über die Vorhölle wissen. Es geht darum, dass die Person die Wahl hat, solange ihre Seele unversehrt ist. Nun ist die Seele ein völlig anderer Aspekt, denn nur mit einer völlig intakten Seele kann man ins Jenseits gehen. Eine zerbrochene Seele bedeutet, dass die Person nicht in der Lage sein wird, aus der Vorhölle herauszukommen. Denk bitte daran, dass die Vorhölle für jeden anders ist. Das Leben nach dem Tod und die Welt der Lebenden wurden vom Universum für seine Bewohner der Natur geschaffen. Jemand vor seiner Zeit zu töten, ist der größte Verstoß gegen die Natur, den ein Mensch begehen kann. Die Strafe ist, dass ihre Seele in zwei Teile zerrissen wird, wodurch einem ein Platz im Jenseits verwehrt bleibt. Nur starke Reue kann die Seele wieder zusammensetzen. Kehren wir also für einen Moment zu den seltenen Fällen zurück und sprechen über Tom Riddle alias Lord Voldemort. Tom schuf einen Horcrux, was bedeutete, dass er das abgebrochene Stück seiner Seele in einem Gegenstand aufbewahrte, der ihn an die Erde fesselte, was bedeutete, dass er die Welt der Lebenden niemals verlassen konnte. Er würde auch dauerhaft in seiner vollen menschlichen Gestalt dort sein. Solange der Gegenstand intakt blieb, war Voldemort unsterblich. Wenn er dies nun 7-mal tat, wie er ursprünglich geplant hatte, würde er sicherstellen, dass er niemals die Konsequenzen der Natur dafür tragen musste. Aber wenn er sterben würde, wenn alles schief ging, was genau der Fall war, würde er ein schreckliches Schicksal erleiden, und genau dies tat er.
Das war Tom Riddles Strafe für seine Verbrechen und bis zum heutigen Tag ist er in der Zeitlinie der Zaubererwelt immer noch ein halbes Wesen, das irgendwo in der Vorhölle leidet. Nun ist die Seele ein ziemlich mächtiges Wesen. Sie ist im Grunde alles, was die Person zu Lebzeiten war, aber in einer eher spirituellen Form. Im Jenseits kann man immer noch Gefühle haben und Emotionen zeigen, denn das sehen wir, als Harry den Stein der Auferstehung benutzt hat. Apropos Stein der Auferstehung, was für eine Verbindung zum Jenseits hatte dieser einzigartige Gegenstand? Es ist das einzige der Heiligtümer des Todes, der tiefere Eigenschaften oder Verbindungen zu haben scheint als die anderen beiden. Der Stein passt einfach nicht rein ins Muster. Ich denke, es hat irgendwas mit dem Schleier zu tun. Meine Vermutung, und das ist wirklich nur meine Vermutung, ist, dass es ein Fragment des Schleiers selbst ist. Wie ein Teil der Struktur, um das ursprüngliche Konzept des Schleiers umzukehren. Wir wissen nur, dass es der einzige Punkt ist, an dem man mit denen kommunizieren kann, die tot sind. Was denkst du, wie du dich entscheiden würdest? Jenseits oder als Geist in der Welt der Lebenden weiter existieren? Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib sie mir doch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.